Ich wuchs in einem Haushalt auf, wo Musik die natürlichste Ausdrucksweise war, da meine beiden Eltern Klavier lehrten. Und dieser natürliche Kontakt zur Musik, durch das Musikmachen und das Musikhören, das ist es, was ich den Kindern geben möchte. Daniel Barenboim hat Musikkindergärten gegründet, im Nahen Osten und in Berlin. Die Kinder sind in einem Musikkindergarten, der kein Kindergarten für Musik ist. Dort wird nicht Musik gelehrt, sondern durch Musik gelernt. Ihnen wird geholfen, Kontakt zu Musik zu bekommen, zu den Tönen, zu den Geschichten, die Musik ihnen erzählen kann. Und darüber lernen sie dann all die Dinge, die Kinder im Kindergarten lernen. Disziplin, Verspieltheit, Warmherzigkeit. Man lernt das durch, mit und durch Musik. Da wünschte ich mir glatt, noch mal 3 Jahre alt zu sein. Noch weiß man nicht genau warum, aber es sieht so aus, als ob man, wenn man früher ein Instrument lernt, früher lesen lernt, schneller lesen lernt, besser in Mathe ist, in einer ganzen Reihe von Schulfächern besser ist. Und wir sind uns nicht ganz sicher, wieso das so ist, aber anscheinend trainiert das Erlernen eines Instruments Aufmerksamkeitsnetzwerke. Niemand behauptet, dass ausschließlich Musik das tut, aber wir behaupten, dass Musik es wirklich zu tun scheint. In der Tat kann Musik, die Erforschung der Musik, die Neurowissenschaften auf ein höheres Niveau bringen und zu einem Grad von Komplexität, den sie vorher nicht hatte. Als Arzt wurde mir das schlagartig klar, als ich in einem Krankenhaus in der Bronx war, wo es hunderte von Patienten mit chronischen neurologischen Problemen gibt. Einige hatten Parkinson und es waren ursprünglich die Schwestern und diejenigen, die diese Patienten gut kannten, die sagten, durch Musik sind sie wie verwandelt. Es war nicht nur der Rhythmus, alles in der Musik bringt einen weiter. Bildgebende Verfahren zeigen eine starke Verbindung zwischen dem Hörzentrum und den Hirnregionen, die für Motorik zuständig sind. Ein Grund, wieso Musikrhythmus Parkinson-Patienten hilft. Ich spiele Ihnen jetzt eine Sequenz vor und ich möchte, dass Sie mich ansehen, während ich das tue. Und ich möchte, dass Sie zuhören und dann die Sequenz reproduzieren. Was wir versuchen, ist, die Kommunikation zwischen dem motorischen System und dem Hörsystem zu verstehen. Wenn man Musik hört, und dazu braucht man keine musikalische Ausbildung, fängt jeder an, sogar jedes Kind, sich rhythmisch zu bewegen oder zu tanzen. Mit anderen Worten, Musik scheint das motorische System auf eine Weise anzusprechen, wie es andere Einflüsse nicht tun. Wenn es uns gelingt, das zu verstehen, wird es dafür unserer Meinung nach in vielen Bereichen Anwendungen geben. Menschen mit motorischen Störungen, wie zum Beispiel Parkinson, kann man mit einer Rhythmusspur helfen. Wenn ihre Bewegungen von Musik begleitet werden, verbessert sich ihre Gehfähigkeit. Wenn wir den Mechanismus verstehen, der zu diesen Veränderungen führt, können wir vielleicht Rehabilitationstechniken finden, die sozusagen die Bereiche flicken, die beschädigt zu sein scheinen. Das ist zwar natürlich noch Science Fiction, aber das wären Folgerungen daraus. Es gibt künftig eindeutig potenzielle Behandlungsmöglichkeiten bei Alterungsprozessen. Und Musik könnte da durchaus eine Rolle spielen. Selbst bei einer schweren Demenz, sogar wenn Menschen die Sprache vergessen haben, scheinen sie so gut wie nie die Erinnerung an Musik zu verlieren oder die Reaktion darauf. Das scheint viel tiefer im Gehirn verankert zu sein. Und daher können selbst schwer demente Personen alte Lieder wiedererkennen und sich an ihnen erfreuen. That's exactly right. Very nice. Once you get it in your head, it stays there. That's right. Eine Studie zeigt, dass sich bei Patienten, die eine Musiktherapie erhalten, das Lang- und Kurzzeitgedächtnis verbessert. Perfect. Auch bei Schlaganfallpatienten wird Musik eingesetzt. Manchmal verbessert sie die Bewegungsfähigkeit. Manchmal hilft Musik Schlaganfallpatienten, die Schwierigkeiten mit Sprache und dem Sprechen haben. I love Paris in the summer when it drizzles.
Cheryl hat Schwierigkeiten mit dem Wiederholen. Deswegen habe ich vor Beginn der Musiktherapie einige Tests mit ihr gemacht. Und ihre Punktzahl lag bei um die 70. Gegen Ende der Musiktherapie verbesserte sie sich bei einer unmittelbaren Sprechaufgabe auf 90. Das ist immer noch nicht perfekt, aber es ist eine signifikante Verbesserung. Bei Artikulationsproblemen bedarf es einer langen, intensiven Therapie. Dazu gehört in einem bestimmten Stadium auch die sogenannte melodische Intonationstherapie, bei der Patienten kurze Sätze singen. Diese Therapie wird bei Schlaganfallpatienten angewandt, die an Aphasie leiden. Sie können verstehen, haben jedoch Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Sie zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie einen relativ schweren Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte hatten. Bis jetzt haben wir festgestellt, dass es zwei wesentliche Komponenten der melodischen Intonationstherapie gibt. Das eine ist das kontinuierliche Sprechen. Okay, so if your two-year-old daughter is running off down the street without you, you have to tell her, wait. Und das andere ist das Klopfen mit der linken Hand in dem Takt, in dem der Patient und der Therapeut die Silben produzieren, um ein sensomotorisches Netzwerk anzusprechen. Die melodische Intonation scheint Bereiche in der rechten Gehirnhälfte anzusprechen. Besonders im rechten Temporallappen und im Schläfenlappen. Die rechte Gehirnhälfte scheint besser dafür ausgerüstet zu sein, die Gesamtstruktur, die Kontur oder die Melodie eines Stückes zu erkennen. Und es rührt mich zu Tränen, wenn Patienten, die überhaupt nicht mehr in der Lage waren zu sprechen, dann tatsächlich Wörter sagen können, einfache Sätze, ihre Grundbedürfnisse ausdrücken können. Zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, kann uns letztendlich helfen, eine Behandlung für Schlaganfälle und Tumore, für Läsionen des Gehirns zu entwickeln, für alle Arten von Hirnschäden. Und das ist die praxisnahe Hoffnung, die damit einhergeht, dass wir bessere medizinische Behandlungsmethoden entwickeln können. Während klinische und Laborstudien untersuchen, wie sich die Vernetzung im Gehirn auf Sprache und Musik auswirkt, gibt es eine neue Diskussion darüber, wie, wieso und wann sich die jeweiligen Fähigkeiten des Gehirns entwickeln. Was sind Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren die großen kontroversen Fragen auf diesem Gebiet? Nun, ist Musik eine angeborene Hirnfunktion oder ist sie etwas, das wir aus verschiedenen Fähigkeiten zusammengebaut und daraus etwas Neues geschaffen haben? Gibt es eine Unterscheidung zwischen Musik und Sprache? Sind es zwei Seiten einer Medaille oder sind es fundamental unterschiedliche Dinge? Wie oft sagt jemand, wie sehr er einen mag, aber am Tonfall hört man, dass es nicht stimmt. Wissen Sie, was ich meine? Es ist der Tonfall. Es liegt alles am Tonfall. Und Sie haben recht. Es gibt Bereiche im Gehirn, die reagieren auf Musik, aber nicht auf Sprache. Und es gibt sogar Bereiche im Gehirn, die reagieren auf die Sprachmelodie. Und sie sind getrennt von den Teilen, die auf Musik reagieren. Untersuchungen zeigen, dass zumindest einige Komponenten von Musik und Sprache im Gehirn getrennt sind. Diese Frau hat kein Ohr für Musik. Eine Krankheit, die sich Amusie nennt, die aber weder Sprache noch Sprechen beeinträchtigt. Und bei Menschen wie Emily hat man festgestellt, dass ihnen tatsächlich die musikalischen Fähigkeiten fehlen, um zum Beispiel ohne Text ein Lied zu erkennen. Dass sie nicht richtig singen können, dass sie Musik nicht wie alle anderen genießen können. Und das beruht auf dem Unvermögen, die Tonhöhe in einem musikalischen Kontext erkennen zu können. Und manche Schlaganfallpatienten wiederum, die nicht sprechen können, können trotzdem Musik machen. Das zeigt uns, dass die Fähigkeiten, die für Sprache und Musik benutzt werden, zum großen Teil funktionell und neuroanatomisch getrennt sind. Aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen.
Es gibt viel mehr Verbindungen zwischen diesen Systemen im Gehirn, als wir gemeinhin annehmen. Hier sehen wir, dass es im Gehirn durchaus Bereiche gibt, die sich in Sprache und Musik teilen. Arne Patels Studien zeigen, dass es aphasische Schlaganfallpatienten gibt, die ebenfalls Probleme mit Musik haben. Und es gibt noch mehr Beweise für eine Verbindung zwischen Musik und Sprache. Zum Beispiel kann ich jemanden fragen, klingt es mehr nach englischer Musik oder nach französischer? Wer immer schon mal dachte, dass die Musik eines bestimmten Landes wie seine Sprache klingt, lag da völlig richtig. Dann spiele ich einen anderen Ausschnitt vor und frage, klingt das mehr nach englischer oder französischer Musik? Und die Leute sind in der Regel sehr gut darin zu erraten, was was ist. Der zweite Ausschnitt war tatsächlich ein französischer Komponist, Claude Debussy, und der erste ein britischer, Edward Elgar. Und in dem Debussy ist irgendwie etwas eingefangen vom gesprochenen Französisch, und ebenso ist es bei Elgar. Als erstes analysierte und verglich Patel den Rhythmus und das Muster der englischen und französischen Alltagssprache. La reconstruction de la ville a commencé après la mort du roi. Im Englischen gibt es eine verstärkte Tendenz zu längeren Vokalen, die sich mit kürzeren abwechseln. Und man kann die Messungen exakt auf die Musiknoten übertragen. Man stellt gewissermaßen eine Analogie her zwischen Vokalen in der Sprache und Noten in der Musik. Wenn wir unsere Muttersprache lernen, lernen wir auch das Timing und den Rhythmus. Und wir extrahieren das als Hörer. Und Komponisten tun das auch. Wenn wir Musik verarbeiten, rekrutieren wir Teile unseres Sprachsystems. Und wir bauen sie ein in dieses wundervolle Hirnnetzwerk, das wir benutzen, um Musik zu verstehen und Musik einen Sinn zu geben. Ich denke, Musik ist ein Beispiel einer menschlichen Erfindung, die unser Leben transformiert. Ich denke, Musikalität kommt definitiv vor Sprache. Die Fähigkeit zur Musikalität, für Rhythmusgefühl, für die Verwendung variierender Tonhöhen, für das Entwickeln von Melodien, all das kommt lange vor der Sprache. Ich denke, der Hintergrund dafür, wie Musik und Gehirn gegenseitig Informationen austauschen, ist die Tatsache, dass die Evolution von Musik und Gehirn parallel verlaufen ist. Würde man Zehntausende von Jahren zurückgehen, dann könnte man sehen, wie sich die Musik in kleinen Schritten verändert hat, und dann hat sich das Gehirn dem etwas angepasst. Und dann veränderte sich die Musik wieder und das Gehirn ebenfalls. Sie haben sich nicht unabhängig voneinander entwickelt, sondern gemeinsam, über Zehntausende von Jahren, beim Menschen wie beim Tier. Wir werden niemals in der Zeit zurückreisen können und die Antwort erfahren auf, was war zuerst da, Musik oder Sprache. Aber wir können Evolutionstheorien dazu nutzen, Experimente und empirische Studien mit lebenden Tieren zu machen. Wenn wir so spezielle Fähigkeiten zur Verarbeitung von Musik besitzen, wie wir sie nach vorherrschender Meinung für Sprache haben, dann müsste es doch auch Dinge geben, die zwar wir können, die aber andere Tiere nicht erlernen können. Ein Thema, das mich da schon seit einigen Jahren fasziniert, ist die Synchronisation. Menschen können sich im Takt bewegen, sich zu einem Takt synchronisieren. Ich habe also nach Beweisen gesucht, ob andere Spezies lernen können, sich zum Rhythmus der Musik zu bewegen. Vor kurzem haben wir entdeckt, dass es zumindest eine andere Spezies gibt, die tatsächlich auf Musik zu reagieren scheint, auf diese rhythmische Art und Weise. Es ist ein Vogel, ein Kakadu, der komplexe Sprachmuster erlernen kann. Studien, die sich mit den Gehirnen sprechender Vögel beschäftigen, zeigen, dass die Fähigkeit, Liedstrukturen zu erlernen, mit den motorischen Fähigkeiten verlinkt ist. Mehr als 3 Millionen Menschen haben dieses Video gesehen, das diesen kleinen Vogel berühmt gemacht hat. Das warf viele Fragen auf. Die erste Frage war, ist das echt? Tja, es ist echt. Ich war dort und habe den Vogel besucht. Und er tanzt wirklich zur Musik. Er imitiert nicht nur die Bewegungen seines Besitzers.